Hallo, meine Lieben, da ist sie wieder, die Craftbox. Ja, was das bedeutet, das wisst ihr ja schon längst. Also bleibt dran, es geht gleich los. So, bevor ich euch jetzt aber zeige, was ich alles gemacht habe in den letzten Tagen, zeige ich euch jetzt hier noch das Geburtstagsgeschenk für meine Tochter, das ich ihr zum 30. gemacht habe. Und zwar habe ich ihr eine schöne Karte gemacht und da zwei Crazy Eggs reingetan. Und ja, der Clou eigentlich ist die Verpackung, also diese Umverpackung. Ich wollte es so gestalten, dass man es sich einfach quasi auch so hinstellen könnte, was meine Tochter dann auch getan hat. Das eigentliche Geschenk ist nämlich die Karte. Ja, so, dann zeige ich euch noch mal eben, wie das Verpackte von allen Seiten ausschaut. Also diese Umverpackung hat mich echt Nerven gekostet. Und ja, ich bin zwischenzeitlich richtig, ja, miesepetrig geworden, weil es nicht so klappen wollte, wie ich wollte. Ja, aber letzten Endes ist es doch was geworden. Und ja, da seht ihr jetzt die Karte genauer, die das eigentliche Geschenk darstellt. Und zwar habe ich da mit Laminierfolie gearbeitet und da habe ich diese Herzen reingemacht, so dass man da so einen durchsichtigen Deckel hat. Ja, ne, dann die Größe zum 30. Und das Gebamsel gehört da an dieses Lesezeichen, ne, welches hier über der Eigen, also über dem Text ist. Seht ihr gleich noch. Also das ist ein Lesezeichen. Da hat sie sich auch sehr drüber gefreut. Sagt, das wird sie auch benutzen, weil sie ist nämlich eine Leseratte. So, und hier den Tag kann man rausziehen und auf der Rückseite stehen dann ein paar persönliche Worte. Die zeige ich natürlich nicht. So, und jetzt stecke ich das Ganze mal wieder zusammen. Das hat schon seine spezielle Reihenfolge und da musste alles so genau sein, wie ich das haben wollte. Ja, aber es hat funktioniert. Letzten Endes hatte ich da oben noch ein Klemmerchen dran gemacht, weil es immer wieder verrutscht ist. Fand ich blöd. Das Klemmerchen seht ihr aber nicht. Ich hatte ja bei Instagram und bei Facebook ein Bild gepostet, das ich extrem viel gestanzt habe. Das hier sind jetzt die Reste. Und jetzt schwenke ich mal eben kurz hier rüber. Und das sind Teile, die ich daraus gemacht habe. Die zeige ich euch auch gleich. Ich wollte euch nur mal zeigen, welche Menge das ist. Also, diese Teilchen hier, die sind nur die Blümchen. Das sind 110 Blumen, macht 330 Stanzteile, ist schon eine ganze Menge. Ja, aber ich zeige euch jetzt erstmal das, was schon fertig verpackt ist in der Kiste und ja, was ich auch sonst noch gemacht habe. So, da wird sie geöffnet. Ihr seht schon, da grinsen einen schon wieder Sets an. Aber bevor es hiermit losgeht, wollte ich euch etwas anderes zeigen, und zwar ist das dieses hier. So, jetzt habe ich von oben gezeigt. Jetzt kann ich mich, glaube ich, auch mal langsam hinsetzen. Ich hoffe das. Na, nicht so wirklich. Okay, dann nehme ich die Kamera noch mal hoch und zeige euch das so. Ich habe mir hier eine Box gebastelt. Und zwar ja im Antikstyle, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen, ne? Deswegen auch dieses Braun. Und hier sind Stanzteile mit eingearbeitet, die natürlich dann auch einfach hinterher mit überklebt wurden.
beziehungsweise überstrichen, nicht überklebt, angeklebt und dann angestrichen wurden. So, hier auf der Rückseite sind kleine Blümchen. Da sind die Blüten, nee, gar nicht, das sind Herzchen. Okay, da sind überall Herzchen und die Blümchen finden sich dann hier oben nochmal. Also, hier unten als Füße habe ich alte Deckel von Milchkartons genommen. Ich trinke so viel, beziehungsweise ich verbrauche hier so viel Milch, da habe ich natürlich auch mal viele von diesen Deckelchen. So, diese Röschen hier sind Feuchttuchröschen gewesen, die habe ich auch nochmal bepinselt und ja, dann gehärtet. Ja, gehärtet habe ich die ganz einfach, indem ich die Farbe mit Kleister vermischt habe. Ja, und so sind die recht stabil geworden. Als Verschluss, als Verschluss habe ich hier eine Perle genommen. Die habe ich dann von innen befestigt, also beziehungsweise ich hatte mir zwei Löcher reingemacht und habe da ein Bändchen durchgezogen und habe das Ganze dann hier von innen versteckt. So habe ich hier diesen Knauf und hier oben habe ich mir ein Loch reingemacht mit, wie heißen die Dinger? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dann das Gummibändchen hier angearbeitet, so dass ich die Box schön verschließen kann. So. Moment. So, geht weiter. In dieser Kiste sind noch Reste von meinem letzten Craft-Video drin und vielleicht noch ein paar Sachen dazugekommen. Das ist aber nicht das Interessante daran. So. Sondern die Box selber. Ich wollte euch die Box selber ja von innen zeigen. Die schaut so aus. Und tatsächlich war alles nicht so geplant, wie es gekommen ist. Zum Beispiel das hier. Das sollte alles nicht so sein. Diese Stelle, ja, die habe ich jetzt schon mehrmals überpinselt und ich habe es dann letzten Endes aufgegeben. Problem war, ich habe mein Nassklebeband nicht gefunden. Ich habe es bis jetzt nicht gefunden. In meinem Chaos. Irgendwo muss das sein und ich muss das auch finden. Weil das nicht die letzte Box sein soll, die ich gebastelt habe, ne? Allerdings ist alles andere hier, dass es so schrubbelig ist, ja, das ist gewollt. Und auch, dass die Seiten sich wellen, das ist alles bewusst gemacht. Wenn ich hätte eine gerade Box haben wollen, dann hätte ich eine gerade Box gemacht. Diese Box hier soll aber aussehen, als wäre sie aus einer anderen Zeit. Ja, und zwar habe ich mir dabei gedacht, dass sie als passendes Gegenstück zu meinem Hexenbuch agieren soll. Da sollen dann halt hinterher auch Utensilien rein, wie Salbei, Kerzen oder Streichhölzer. Streichhölzer wären angemessener. Falls ich irgendwo bekomme, mal so ein kleines Amulett oder so. Solche Dinge halt. Die sollen alle in dieses Hexenböckchen rein. Ja. Und dafür habe ich das halt gemacht. Ja, da hatte ich nämlich alte, so Pappstücke. Die hatte ich mal für was anderes fertig gemacht. Waren dann aber auch zu viele und ich wollte das jetzt nicht wegschmeißen. Konnte es aber nicht anderweitig verwenden, sondern nur als Box. Und dann habe ich das halt benutzt, genau dafür. So, den Krempel hier packe ich jetzt hier mal wieder rein. Das sind, wie gesagt, alles nur Reste vom letzten Craft-Video und aber auch von dem, was ich jetzt so gemacht hatte. Ich glaube, diese kleinen Blümchen kennt ihr noch nicht, ne? Die nicht. Die sind aber auch nur entstanden, weil das so Reste waren, die ich noch auf dem Tisch hatte. Die mussten verarbeitet werden. Da gucke ich noch, ob ich da ein Steinchen reinmache oder ob die so bleiben. Ja, auf jeden Fall sind das hier Reste. So.
Kommt mal her, ihr Blümchen. So. Also. Das ist die Box. So, ich bin völlig außer Übung. Ich muss auch mal einen Schluck Kaffee. Und ja, ihr wisst ja, ich bin total im Blumenrausch. Und deswegen zeige ich euch natürlich zuerst die Blümchen. Wenn die anderen Sachen jetzt hier mal an die Seite gehen würden. Oh Mann. Oh Gott, wenn ich das hier so angucke, sehe ich erstmal, wie viel ich wieder gemacht habe. Das ist ja unglaublich. So, da sind noch Übrigbleibsel von den anderen Blumen, die ich ja vorher immer gemacht habe. Und inzwischen habe ich ja neue Stanzen. Und damit bin ich ja jetzt ganz fleißig. Da waren unter anderem auch die anderen Blümchen von. Aber ich hatte vorher ja noch welche gemacht und die möchte ich euch auch jetzt nicht vorenthalten. Und zwar sind das einmal diese hier. Und diese Blumenform vernachlässige ich trotzdem nicht, weil die jetzt ganz einfach kombiniert werden mit den anderen. Ich bin so happy, ich muss mir noch mehr Blumenstandschablonen holen. Ich liebe es, Blümchen zu machen. Es ist furchtbar entspannend. Und es gibt so eine enorme Vielfalt, so vielfältig wie Blumen sind, so kann man sich auch austoben. Es ist Wahnsinn, wie viele Möglichkeiten man dann hat. Also ich brauche unbedingt noch Blumenstanzen. Ich muss mal gucken, bis jetzt habe ich nichts gefunden, was mir jetzt so gut gefallen würde. Außer, und da gestehe ich auch, die sind mir ein bisschen zu teuer. Von Sissix gibt es welche. Die gefallen mir ausnahmslos gut, aber da ist mir das Set im Moment noch ein bisschen zu teuer. Ich muss mal gucken. Ja, wer da stärker ist, der Schweinehund oder meine Vernunft. Ne? Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt erstmal hier die Blümchen. Einmal hier in rosa beige. Und ja, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht kombinieren würde. Und zwar habe ich hier kombiniert das rosa Papier von Action aus dem Fancy Set und das beige, braune, Kaffeebraun, ganz genau, ist aus meinem selbstgefärbten Papier. Und zwar war das, glaube ich, mal liniertes Papier. Das seht ihr hier sogar noch. Aber ich finde es so richtig schön und ja, ist Vintage. Oder auch nicht, man kann es auch anderweitig benutzen, aber mit Kaffeebraun ist eigentlich auch immer für Vintage, ne? Das wissen wir ja alle und ist egal, ob ihr dabei Rosé nehmt oder grün oder blau oder schwarz, whatever. Die werden dann eigentlich immer schön. Tatsächlich ist das so. So, einmal dieses Set hier, dann noch ein Vintage-Set und Leute, mir gehen die Verpackungen aus. Habe ich festgestellt. Mir gehen tatsächlich diese Verpackungen aus. Das waren, glaube ich, meine letzten Umverpackungen, die hier noch so rumlagen. Ich komme hier in Nöte. Also, wenn ihr solche Umverpackungen habt und ihr habt keine Verwendung dafür, schickt sie einfach zu mir, weil ich kann die immer gebrauchen. Ne? Ihr wisst ja, ich bin eh dafür, Dinge zu upcyclen oder wiederverwenden. Und ja, ich stehe total darauf, auch diese Umverpackung immer wieder neu zu verwenden. Was bei anderen direkt in den Müll landet, landet bei mir erstmal an die Seite. So, auf jeden Fall ist dann dieses Vintage-Set hier noch entstanden, wie ich vorhin sagte. Das Kaffeepapier und ja, mit allen Farben kompatibel. Hier habe ich halt die Ränder geinkt. Das sind auch... Das ist auch eine andere Blumenform. Das ist nicht die gleiche wie diese hier. Und das macht direkt mal ein anderes Bild, ne? Wahnsinn. So, hier hatte ich ausnahmsweise mal gestempelt. Das hatte ich in einem Video auch gezeigt oder gesagt.
oder gezeigt? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind die Blümchen hier gestempelt und ausgeschnitten. Ja, Heidenarbeit, aber sie hat sich gelohnt. So richtig schöne zitronengelbe Blümchen. Hm, mit diesen kleinen Funkelsteinen dazwischen. Ach, ich finde die süß. So, dann haben wir hier nochmal ein rotes Set. Auch hier habe ich wieder das Fancy-Papier benutzt. Und dafür nehme ich dann das dünne. Und hier ist auch gestempelt und ausgeschnitten. Und die kleine Blume hier ist mit der kleinen Mini-Handstanze, die ich habe, noch gemacht. Und dann wurde das einfach kombiniert. So, jetzt habe ich ein flaches Kartenset. Und zwar ist das schon entstanden mit meinen neuen Blumenstanzen. Ein flaches Blumenset deswegen, weil diese Blümchen kann man sehr schön dann auf eine Karte arbeiten. Da hebt sich dann also nicht wirklich etwas ab. Es ist schon, ne, dadurch, dass sie geschichtet ist, ist sie ja auch ganz leicht 3D. Aber im Großen und Ganzen ist sie flach. Ne? Ab und zu braucht man auch sowas mal. So, auch hier haben wir nochmal ein Vintage-Blümchen-Set. Meine Güte, mir fehlen echt die Worte heute. Auch wieder mit dem beigen und mit dem rosefarbenen Papier gearbeitet. Da ich glaube, ich habe die Restblümchen irgendwie zusammengetan und so, dass sich daraus ein Set ergeben hat. Hier sind, deswegen sind hier nämlich nochmal kleine entstanden. Mhm. So, oh Gott, hier haben wir noch ein Vintage-Set. Und die gehen ja immer und ja. Da gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, ne? Dann haben wir hier ein rot-schwarzes Set noch einmal hier. Die sind wieder, ne? Ne, die sind nicht gestempelt. Die sind gestanzt und die habe ich von Hand bemalt. Seht ihr das? Bevor ich die zusammengesetzt habe, habe ich die von Hand bemalt und die sind geinkt. Ja. Mhm. Dann ein großes Mikroblümchen-Set. Ein Schwarz-Rosé. Hier habe ich keine Perle benutzt, sondern bin mit dem Perlenpen drüber gegangen, sodass die alle diesen kleinen Punkt in der Mitte bekommen haben. Ja, ich glaube, der Perlenpen war etwas zu warm geworden, deswegen sind die alle so abgeflacht. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Nur ich glaube, der stand ein bisschen zu warm und deswegen ist das passiert. Normalerweise ist der Perlenpen 1A. Und da passiert das eigentlich nicht. So, hier haben wir noch ein Mikroblümchen-Set. Und ja, in Beige und Rosé. Finde ich auch sehr schön. Und hier haben wir dann nochmal drei kleine Sets. Ich glaube, da habe ich auch die Sets zusammengewürfelt, weil das... Die Blümchen waren ja alle schon fertig, ich habe die ja nur noch zu Sets verarbeitet und ich glaube, das waren so die Reste und hier wollte ich möglichst gut alles verteilen und da sind dann halt diese drei kleinen Sets hier nochmal entstanden. So, das sind die. Die packe ich mal wieder weg. Dann hatte ich diese Herzchen, ja. Wie nenne ich die? Ich habe keine Ahnung, wie ich die nennen soll. Auf jeden Fall fand ich, dass ich das mal ausprobieren könnte mit diesen dünnen Eisstielen oder Kaffeestielen. Ne, sehr. Ich sage dazu immer McDonald's-Stiele, weil die gibt es ja bei McDonald's. Ja, da habe ich die jetzt mal nicht gemopst. Ich habe schon mal welche gemopst, bin ich ganz ehrlich. Aber
brauche ich nicht mehr. Ich weiß ja, die gibt's bei Action. Und da hatte ich die dann auch her. Also die habe ich mir gleich dreimal gemacht. Die sind alle drei identisch. Ich fand die ganz süß, wenn man mal so ein Loaded Envelope oder ein Loaded Bag. Ich glaube, für einen Loaded Bag wird, ja, aber auch für einen Envelope auch. So, ich kriege immer wieder mit, dass viele gar nicht den Unterschied kennen zwischen einem Loaded Envelope und einem Loaded Bag. Der Unterschied ist gar nicht so gravierend, wie man meinen mag. Es ist einfach die Tatsache, ein Loaded Envelope besteht aus Umschlägen. Aus Briefumschlägen, egal ob es jetzt ein großes oder ein kleines ist, der wird aus Briefumschlägen gemacht. Und ein Loaded Bag wird aus Beutelchen gemacht, also aus Taschen. Ja? Also Loaded Envelope aus Umschlägen, also die Envelopes sind ja die Umschläge, deswegen Loaded Envelope. Und ein Bag ist eine Bag, ist eine Tasche und deswegen ist beim heißt das Ding dann auch Loaded Bag, also Loaded Envelope oder Loaded Bag. Vom Prinzip her sind sie beide gleich aufgebaut. Die haben meistens, ne, die sind meistens so geschichtet. Die meisten machen so drei Taschen. Und ja, vorne und meistens gibt es da noch eine große. Und manche kombinieren auch schon Bag und Envelopes. Und das ist auch alles völlig legitim. Eigentlich ist es auch Wurst. Das sind nämlich eigentlich, ja, Goodie-Verpackungen, ne? Und die kann man so schön aufmachen, dass eigentlich irrelevant ist, wie die genaue Bezeichnung ist. Und trotzdem nochmal als, ne, grobe Unterscheidung. Bag sind die Taschen, Envelope die Umschläge, also Loaded Envelope, Loaded Bag. So. Und ich denke, von diesen Paper Pops, Riesenrosetten am Stiel, wie auch immer man die nennen mag. Ich habe davon ja auch viele schon gemacht und die sind auch toll, es macht auch Spaß, aber man kann sich ja auch mal was einfallen lassen und ne, was man sonst noch mit reingeben kann. Und ich finde, diese Herzchen hier eignen sich hervorragend dafür. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Also hier habe ich dann noch so eine ganz kleine Schnur mit dran gearbeitet. Ich will es nicht aufmachen, weil die ja so schön verpackt sind. Mit Perlchen. Also so eine kleine Perlenschnur ist hier noch mit dran. Ne, von einer Seite. Und ja, ich finde, die kann man da sehr schön in so einem Bag oder Envelope. Also ein Loaded-Dingens reinmachen. So, ja, jetzt kommen wir nochmal zu weiteren Blümchen. Auch die sind flach gearbeitet. Ja, ganz ohne Hintergedanken, einfach flach gearbeitet. Und zwar sind die aus, also dieses Papier hier ist von mir selbstgefertigtes Papier. Das ist schon, ach, urlange her. Und ich denke, meine selbstgefärbten Papiere sollten auch mal benutzt werden. Und das tue ich auch. Und so sind dann halt diese Sets hier entstanden. Ups, da oben ist was umgeknickt. Das gefällt mir ja gar nicht. Oh, da kann ich gar nicht hingucken. Ne? Da bin ich monkig. So, komm. Oh nein, du armes Blümeli. So, ne? So. Ja, jetzt stimmt's wieder. So geht das ja nicht, ne? So, und da ist einmal dieses Set und hier noch eins. Ne? Entstanden und dann habe ich zweimal dieses hier. Na, da ist nur die Umverpackung ein bisschen anders, aber die Blümchen sind eigentlich ja gleich, selbig. Ach, ist doch egal. Also die
Dann haben wir hier noch mal so eins. Und ihr seht, ich benutze auch immer wieder andere Steinchen, ne? Mal solche, mal solche. Ja. Oder ich benutze auch mal, so wie bei diesem hier, so Pailletten. Ne? So, das waren die Blümchensets. Und ich hatte ja auch bei Instagram und auch bei Facebook gepostet, ja, dass die Blumen Schmetterlinge angezogen haben. Und das haben sie auch. Jetzt will ich mal eben, ja, ich zeige euch die jetzt einfach so. Ja, ist doch klar, ne? Wenn viele Blumen gibt, gibt es auch viele Schmetterlinge. Und ja, so kam es halt, dass hier Schmetterlinge angeflattert sind, ne? Und die wollten natürlich mit den Blumen zusammen sein, ne? Einmal dieses hier. Einmal diese. Diese. Dieses. Guck mal, da ist wieder eins umgeknickt. Das geht nicht. Ich das sehe. Nein, das darf nicht sein. So. Oh, hier auch. So. So, jetzt stimmt's wieder. Und diese. Und diese hier. Diese. Oh Gott, ich liebe diese Blumenstanzen und die Schmetterlinge sowieso. Die habe ich ja mal von der lieben Gabi bekommen. Gabi, ich liebe sie, ne? Und man kann so wunderschöne Schmetterlinge damit machen. Und dann die hier. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Man kann ganz, ganz, ganz hervorragend Restepapiere verarbeiten. Ganz, ganz toll. Da zeige ich euch aber gleich noch mehr. Und ihr seht ja jetzt hier nur die fertigen Sets, aber ich zeige euch nachher mal mein Chaos so ein bisschen. So, dann dieses Set. Dieses. Ja, sehr Blumen- und Schmetterlingslastig. Also dieses Craft-Video steht tatsächlich im Zeichen der Blumen und der Schmetterlinge. Und dieses Set hier finde ich persönlich ganz, ganz, ganz bezaubernd. Ja, weil, ja, Vintage und so, aber die anderen auch. Auch dieses hier ist Vintage-mäßig. Das, ja, schon. Je nachdem, wie man es einarbeitet, schon. Also, bei mir kommen aber immer wieder halt diese Vintage-Sets zum Tragen. Und ja, das ist natürlich ganz was für mich, ne? Auch das ist auch Vintage und ja, es geht nicht nur mit Beige und so. So, genauso wie dieses hier. Aber auch diese zarten Sets, diese zarten Sets hier, ja, ist Vintage, lila, rosa. Hier ganz klassisch halt. No, hier noch eins. Aber auch das hier ist Vintage. Ja. So, das sind also die. Ich packe die jetzt mal weg und hole die anderen Blümchen, die ich euch vorhin schon gezeigt hatte, ins Bild und zeige euch die mal ein bisschen genauer. Da bin ich wieder. Ich habe die Blümchen mal hier hingeholt. Also ich hatte hier dann auch noch ein
paar Schmetterlingsstanzen. Hund, was kratzt du dich? Hast du Untermieter? Schmeiß die raus. Sie bezahlen keine Miete, also dürfen sie nie da sein. So, ne, einmal diese Schmetterlinge. Und zwar auch diese kuriosen Papiere, weil ich ganz einfach eine Kiste hatte hier mit lauter Restpapieren und ich habe alle diese Restpapiere, die ganze Kiste habe ich verstanzt. Und ich hatte euch ja vorhin gezeigt, die ganzen Stanzteile. Ich kann noch mal das Bild hier hinter einblenden, wie viel das auf einen Haufen war. Es ist unglaublich gewesen. Also ich hatte tatsächlich, hier sieht man sogar noch, seht ihr das? Die Rötung. Und hier sieht man auch, dass ich da Blasen hatte. Ich habe tatsächlich einen ganzen Tag lang, da war eine da und da. Hier auch noch. Einen ganzen Tag lang gekurbelt und gekurbelt, bis ich Blasen hatte. Aber ich habe die Kiste leer bekommen. Und wenn ich weiß, ich habe so viel gestanzt für bestimmte Projekte, dann juckt es mich so in den Fingern und ich muss das verarbeiten. Also bin ich am nächsten Tag dann hergegangen und habe alle Stanzteile wieder ausgepackt. Ich habe sie alle hier schön bei mir sortiert und habe angefangen, Blumen zu machen. Ich habe sogar noch ein bisschen nachgearbeitet, weil ich noch ein paar Sachen brauchte, die halt über die Restpapiere nicht verarbeitbar waren. Ja, so. Hier sind jetzt Blümchen, die so ziemlich zum Schluss entstanden sind, aber das ist auch egal, weil, ne, schön. Ne? Das sind einfache Blümchen. Und ja, so sind die entstanden. Und die sind alle hier mit dem Falzbein bearbeitet, dass sie sich so ein bisschen nach außen bewegen. Ne? Anders als die sollen sich ja ein bisschen nach innen bewegen, die Blätter. Die sind allerdings nicht mit dem Falzbein bearbeitet, sondern die haben diese Form alleine dadurch bekommen, dass ich, wenn ich die Schichten aufeinander lege, lege ich mir das Ganze hier in die Hand und gehe mit meinem Tool hier und drücke einmal. Weil das Papier wird ja in der Mitte etwas feucht durch den Kleber. Und Leute, ja, ich habe Tacky Glue benutzt und der wird richtig feucht. Also das Papier wird richtig übelst feucht. Und da brauche ich selbst bei stärkerem Papier kein Wasser, weil der Tacky Glue, der von Action, ne, so das Papier aufweicht. Ja, dass es ganz einfach ist, da die Form hinzukriegen. Jetzt habe ich hier kein besonders starkes Papier genommen, obwohl das Gelbe hier ist schon, das ist Tonkarton. Ja, auf jeden Fall ergibt sich dann die Form dadurch, ne? Und davon habe ich natürlich so einige gemacht. Hier haben wir festes Designpapier. Und auch hier ist es genauso. Ja, der Kleber weicht das Papier ganz ordentlich auf. Ich benutze deswegen nicht so gerne Tacky Glue. Jedenfalls nicht diesen. Ich habe mit anderen Tacky Glues noch keine Erfahrung gemacht. Kommt vielleicht noch. Aber ja, der von Action, nee. Nee. Muss nicht. Ich habe ihn aber hier, deswegen wird er auch verbraucht. Und wenn es dann halt für solche Blümchen ist, dann soll es so sein. Eine Flasche habe ich noch. Die muss aufgebraucht werden und dann ist auch gut. Ne? So. Ne? Das, da sind halt solche Blümchen entstanden. Wie gesagt, Reste, Papiere, alle, die ganze Kiste ist leer. Die habe ich alle verbraucht. Das sind jetzt, ist eine Restepapierkiste gewesen mit bunten Papieren. Ich habe noch eine Kiste mit Restepapiere und ich verarbeite total gerne Reste, ne? So ist es nicht. Ne? Bei mir darf nichts weggeschmissen werden. Hier kommt nichts um.
Weil ihr seht ja, man kann da echt noch hübsche Dinge rausmachen. So, dann diese hier. Och, ja, ne? Jetzt gehe ich mal ein bisschen schneller durch. So. So, hier haben wir mal eine andere Blume. Eine vierfach geschichtete. Ich habe das immer so gemacht, wie es mir gerade in den Sinn kam. Mal so eine, mal so eine. Ne? Und da seht ihr, dass ich die anderen Standschablonen da auch wieder benutzt habe. Und ja, ich kombiniere. Auch das sind zwei. Ne? Ich kombiniere die dann halt auch gerne. Ne? Ja. Da. Ja, und dadurch, dass es Restepapiere sind, sind halt so viele unterschiedliche rausgekommen. Das heißt nicht, dass ich keine einheitlichen Sets mehr mache. Aber ich wollte jetzt, wie gesagt, erstmal die ganzen Restepapiere weghaben. Ne, die sollten alle mal sinnvoll verarbeitet werden. Man kann ja nicht immer nur Wimpel oder sonst etwas machen, sondern ja. Was ist genauso bunt wie eine Restepapierkiste? Ja, Blumen. Und deswegen, Blumen gibt es in allen Farben und Formen. Und die sind, ja, unerschöpflich. Guckt euch das mal an. Es ist doch schön. So. Natürlich sind auch, ne, solche entstanden oder solche, die habe ich dann schon ein bisschen genauer überlegt, wie setze die zusammen. Ich meine, ich habe bei jeder einzelnen Blume überlegt, wie setze ich die am besten zusammen. Aber manchmal sprangen mich dann die Papiere oder die Schablonen an und ich habe gedacht, komm, das sieht schön aus, wenn du die und die zusammensetzt. Ne? Bei anderen ist die Entscheidung dann schneller gefallen, aber eigentlich schon. Ich habe mir die dann auch immer schön zusammengelegt und habe sie mir dann an der Seite gepackt, wie ich sie ungefähr haben möchte. Und ja, das ist jetzt keine Sache gewesen, wo man sagen kann, der hat sie doch in der Stunde fertig gehabt. Nee, nee. Mm-mm. Genauso lange, wie ich gestanzt habe, genauso lange habe ich gebraucht, die zusammenzusetzen. Ne? Also ich bin erst heute in der Früh um 2 ja, fertig geworden mit dem Blümchen. Also was heißt fertig geworden? Mit denen, die ich bisher fertig habe, diese 110 Stück. Ich habe ja da vorne noch liegen und die müssen auch noch verarbeitet werden, aber dann ist auch erstmal genug. Ne? Ich habe dann erstmal genug. Ich muss mal überlegen, was ich mit all diesen hübschen Blümchen mache. Ich hatte da kürzlich was gesehen. Und ja, mal gucken, ob sich das mit meinen Blümchen hier auch umsetzen lässt. Wenn, dann lasse ich euch dran teilhaben, werde euch aber auch gleich sagen, von wem diese Idee ist. Dann, ne, könnt ihr da mal schauen, wie die gemacht werden. Ja, wie gesagt. Und es ist nur eine. Ich habe gedacht, das wären zwei, aber weil ich hier zwei starke Papiere zusammen benutzt habe. Die, ja, die haben auch ihr Gewicht. Manche sind so leicht, dass man sie nicht merkt, ne? So wie die hier. Und andere, die haben schon ein bisschen Gewicht. Ich habe leider keine Feinwaage, ich habe nur eine normale Küchenwaage. Sonst hätte ich mal gewogen. Ja, ne? So, das sind die hier. Da kommt schon. So, das waren schon viele, ne? Ich weiß. Aber hier kommen ja noch welche. Aber ich mache das einfach mal ein bisschen schneller. Und zwar lege ich die einfach hier hin. Ihr könnt sie euch angucken. Ne? Also ihr seht, die sind tatsächlich alle verschieden. Also die sind jetzt schon wieder ganz anders als die, die ich euch vorhin gezeigt habe. Ne? Ich liebe es einfach. Ich liebe es, die zusammenzusetzen. Und ein bisschen rum zu experimentieren. Ach, es macht einfach so viel Spaß.
Und ich sag dir mal, fangt damit an und passt auf, es macht irre süchtig. Nicht wahr, liebe Michelle? Nicht wahr, liebe Nicole? Blumen machen ist ganz, ganz schrecklich suchtgefährdend. So. Ich weiß noch nicht, ob ich da Steinchen reinmache oder ob ich die sogar so lasse. Ja. Und ob ich die dann fertig einpacke, ob ich die dann so verschenke, weil derjenige, der sie bekommt, kann sich ja selber auch noch entscheiden, ob er da was reinmacht oder nicht oder was er reinmacht, ne? So. Also ihr seht, das sind so viele. Guck mal, wie hübsch, ne? So viele. Und ich weiß gar nicht, welche ich schöner finden soll, ne? Guck mal. Sehen aus wie Margeriten, ne? Hm. Da noch mehr. Ich finde die einfach so schön. Und ich kriege nicht genug. Da, 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 da. Und ich ersticke in Blumen. Ja. Ich habe jetzt schon öfter Benachrichtigungen bekommen, ob ich sie verkaufen würde. Nein, tue ich nicht. Ich habe kein Gewerbe, also kann ich die natürlich auch nicht verkaufen. Deswegen vertausche ich sie gerne oder ja, gebe sie in Ü-Päckchen oder so. Weil ich bastel die Dinge ja, weil sie mir Freude machen, sie zu machen. Ne? Und ja, hätte ich ein Gewerbe, würde ich sie tatsächlich auch verkaufen. Aber ich habe halt keins, also werden sie gerne vertauscht oder ich verschenke sie halt, ne? Je nachdem auch, was ich damit mache. Und jetzt habe ich gerade eine Idee, was ich noch damit machen könnte. Ach Gott, liebes bisschen, ja. Ja. Weil ich nämlich an Michelle gedacht habe, liebe Michelle. Du hast mich auf eine Idee gebracht gerade, ohne dass du es weißt. Da. So, jetzt ich, ne, muss mich jetzt mal ein bisschen sputen. Guck mal. Na, hier sind die letzten. So. Aber ich kann mich selber nicht satt sehen dran, ne? Das ist es ja. Hier solche zum Beispiel, die würde ich jetzt wieder höchstwahrscheinlich zu Vintage-Sets zusammenpacken. Allerdings bei dem Projekt, was ich gerade so im Sinn habe, könnten die auch anderweitig eingesetzt werden. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Ja. Ne? So, jetzt kommen hier tatsächlich die letzten aus der Box und dann habt ihr es geschafft, ne? Guckt euch das an. Blumen über Blumen. Und ich liebe sie. Ich liebe jede einzelne. So, Frage noch zum Schluss. Also, ich hatte ja jetzt oft erzählt, dass ich hier Päckchen fertig zu machen hatte. Von 6 Stück sind 3 bereits weg und die haben die Empfänger auch erreicht. Eins davon hat die liebe Anke vom Kanal Glittercat. Ich werde sie hier unten verlinken in der Infobox. Und sie hat da gezeigt, was sie bekommen hat. Und die anderen beiden Päckchen sind an Personen gegangen, die keinen YouTube-Kanal haben, beziehungsweise die keine Videos machen. Und zwar ist das einmal die liebe Gravedigger und die liebe Gabi. Gabi hat
einen Instagram-Kanal, den werde ich auch verlinken. Allerdings in dem Video, was ich da gemacht hatte. Und jetzt wollte ich nämlich von euch wissen, ich habe die Videos gemacht, als ich die Päckchen gepackt habe. Ne, als ich die zusammengestellt habe, was ich reintue. Wollt ihr sowas sehen? Oder lieber doch nicht? Ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Ich habe sowas nur einmal bisher gemacht. Und zwar war das damit, glaube ich, bei meiner allerersten Verlosung, bei der 100-Abonnenten-Verlosung, weil ich da jemanden gezogen hatte, da wusste ich ganz genau, die hat weder aktiven YouTube-Kanal, noch hatte sie Instagram oder sonst irgendetwas. Und deswegen, und ich wollte aber zeigen, was ich damals verlost hatte. Das Video kam auch gut an. Und ja, jetzt würde mich halt interessieren, ob ihr sowas schauen wollt, was ich da so zusammengestellt habe für die Beschenkten oder eher nicht. Also wenn ihr möchtet, dann ja, ist das kein Problem für mich. Dann kann ich die Videos gleich fertig machen und kann sie hochladen. Und ja, ansonsten lassen wir es einfach, ne? Dann habe ich sie für mich gemacht. Ja. Die nächsten drei Päckchen, die hier in Mache sind, ja, die sind schon in Mache, werden, ja, weiß ich jetzt noch nicht, wann auf die Reise gehen. Die sind noch nicht ganz fertig gepackt. Da fehlt in dem einen oder anderen noch etwas und da werde ich ganz sicher nicht mitfilmen, weil die Personen haben alle selbst YouTube-Kanäle und ja, da komme ich dann nicht mehr in die Verlegenheit zu fragen. So, jetzt habe ich so viel gelabert wieder. Ja, ja, ich werde dafür auch schon mal kritisiert, dass ich so viel laber und wenig sage. Es ist halt so. Es ist doch mein Kanal. Wer sich das Gequatsche nicht antun will, der schaltet einfach ab. Ist doch so, oder? Außerdem habe ich mal zu Ohren bekommen, beziehungsweise gelesen, dass manche meine Videos auch gerne nebenbei laufen lassen, während sie selber etwas machen. Und die finden das eigentlich ganz gut, dass ich so viel quatsche, weil, ja, kann man gut was nebenbei machen, ne? Und dann sind die Videos nicht immer so schnell zu Ende. Kenne ich selber, mag ich auch total gerne. Ich habe auch oft Videos laufen, die etwas länger sind. Die lasse ich dann auch nebenbei laufen, ne? Wenn, je nachdem, was gerade ist, dann gucke ich auch schon mal hoch und gucke genauer. Oder ich check dann so im Nachhinein, da war doch was und kann dann nochmal zurückspulen und kann nochmal genau gucken. Ja, aber so kann man dann entspannt nebenbei was machen und ja, egal. Ich habe jetzt schon wieder so viel gelabert. So, tja, der Kaffee ist auch leer, ne? Guck mal, ist das nicht süß? Ja, ne? Oh. So, guck mal. Manchmal helfen nur noch Feenstaub und jede Menge Glitzer. Das stimmt. Das stimmt sowas von auffallend. Das denke ich mir in der letzten Zeit auch ganz oft. So, jetzt reicht's aber. Wir sehen uns. Vielleicht bei den nächsten Videos, die schon längst fertig sind. Oder, ja, erzählt mal. Ja oder nein? Ansonsten, nette Kommentare sind natürlich hier immer gern gesehen. Abo, klar. Ich bin über jeden neuen Abonnenten sehr, sehr dankbar, auf dass ich dann auch irgendwann nicht mehr über PC streamen muss, sondern ganz spontane Live-Videos machen kann, indem ich einfach nur das Handy anmache. Ja, und ja, das war's jetzt. Tschüss.